Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Timberborn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir befinden uns in der Experimental Phase oder in dem Experimental Mode und von Update 6. Und ich sag euch, es ist ein mega hammerhartes, gutes Update. Also was wir jetzt schon alles gesehen haben, was neu dazugekommen ist, neue Wasserphysik. Und ich finde, die funktioniert echt wirklich gut. Bin da sehr zufrieden mit, was wir so schon sehen konnten. Und das ist ja auch erst nur der Anfang. Dann endlich hinzugefügt, dass man spiegeln kann, nativ. Wir brauchen also keine Mod mehr dafür. Und ich bin einfach nicht so ein Freund von Modifikationen. Es gibt ein paar Spiele, da muss das sogar sein, da brauche ich das unbedingt. Aber andere Spiele, da ist irgendwie ganz klar, da brauche ich nichts. Keine Mods, das ist einfach nicht notwendig. So, wir haben jetzt, lass mal kurz gucken. Genau. Okay, also, ich hatte jetzt kurz erwartet, dass die Ankündigung für die nächste Katastrophe kommt, aber die ist ausgeblieben. Das ist natürlich auch grundlegend erstmal sehr gut. Das stört nicht. Möhren sind mehr als voll. Das bedeutet Folgendes. Wir müssen hier hinten noch einmal Platz schaffen für neue Sachen. Und jetzt gucken wir einmal. Ach so. Das muss ich auch einmal hier wegmachen. Den Deich, den bauen wir hier hin. So, das kann hier unten alles, von hier unten alles bedient werden. Da fehlen einfach nur uns gerade die Ressourcen. Das ist so der Grund. Das hier können die auch bauen. Wir haben ziemlich, ziemlich viele, die nichts zu tun haben. Ich kann es gerade nicht ändern. It is what it is, my friend. Wir haben nämlich das größte Problem ist, wir haben zu wenig Holz und ich kann nicht mal, hier ist alles besetzt von den Erfindern, das ist eigentlich sonst immer so der Notausweg. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir doch irgendwie nochmal mit einer Priorität versuchen, das hier hinzubauen, so dass wir die Zeit da wenigstens vielleicht ein bisschen besser nutzen können. Ach schön, das hat gut hier gepasst. Mal gucken, was wir hier hinten noch irgendwie hin basteln können. Aber jetzt zumindest haben wir gerade nichts. Oh, hier oben? Hier oben können wir auch nochmal Möhrchen reinhauen. Das hier wird auch noch fertig gebaut, das ist sehr gut. Das muss auch noch fertig gebaut werden. Hier, okay, nirgendwo fehlen Ressourcen. Also, hier ist noch nichts, da sind wir noch nicht rangekommen. Aber, grundlegend passt das. Dann machen wir nochmal die Berries. Berries haben wir nämlich auch noch ein bisschen Platz. Was bedeutet, die können hier weiter geerntet werden. Und das ist doch, dann ist vielleicht nicht ganz so schlimm, dass da jetzt gerade nichts passiert. Dann, was wollte ich? Ach so, genau. Hier waren wir stehen geblieben. Wir wollen, dass hier nicht mehr alles, oder warte mal, bevor wir das jetzt machen, was können wir denn hier noch anpflanzen? Weizen. Dürre steht bevor. Also wieder sehr entspannt, eine Dürre. In 3 Tagen, vermutlicherweise 3 oder 4 Tage lang. Und wir Weizen. Weizen braucht man gar nicht so viel. Ich würde mal tippen, dass wir das so machen. Das heißt, das wird jetzt abgeerntet, ohne dass es nachgeerntet wird. Und dann kommt hier unser Weizen hin. Und mit dem Weizen kommen wir dann auch mal daran, dass wir eine Mühle brauchen und verschiedene andere Sachen. Aber das würde ich sagen, da können wir schon mal ansetzen, weil wir haben mehr als genug Möhren, ne? Also Möhrchen, der Möhrchen sind alle noch da, 500 und so viel bräuchten wir eigentlich gar nicht, so viel Ressourcen. Aber was da ist, ist da. Da müssen wir uns jetzt auch keine Sorgen machen.
Ansonsten sehe ich auch gerade keine Möglichkeit, wie wir an schnelles Holz kommen. Das hier ist alles viel zu weit weg. Wir haben zu spät, ich habe zu spät angefangen. That's for sure. Aber es ist ja auch eine Frage des Lernens, das gehört dazu. Wo sind wir denn hier? Hier hatten wir eigentlich angefangen. 89, gucke mal an. Also es dauert wirklich nicht mehr lange, noch innerhalb der Dürre werden wir hier anfangen können wieder mit dem Holz, mit der Holzernte. Und dann geht es hier, glaube ich, zur Sache. Das heißt, läuft. Passt. Kriegen wir hin. Ich überlege gerade, ob wir hier nochmal einen Wasserspeicher, nochmal Wasserspeicher hinbauen. Genau, die setzen wir alle mal auf Wasser, das ist nicht verkehrt. Und dann Priorität. Die machen wir nach oben, damit das für die Dürre nochmal ankommt. Ich habe da ganz gerne wirklich den Puffer, weil dann können wir hier die Wasserpumpen, können wir dann eine ausschalten. Das sollte dann funktionieren. Wie gesagt, wir haben hier viele rumstehen. Ich möchte so ein kleines bisschen mal über einen Plan reden, was alles ansteht. Oder warte mal. Wegen der Mauer ist vielleicht gar nicht so clever, weil dann müssen wir das abreißen. Daran habe ich nicht gedacht gerade. Dann bau den jetzt noch fertig, da ist ja das Zeug noch drinne. Dann muss das damit reichen. Ja, dann muss das damit reichen. So, weil hier wollen wir dann später die Mauer bauen. Also, wie soll das aussehen? Ich hätte gerne hier so einen großen Kanal. Also, sprich, hier gerade Mauer. Hier eine gerade Mauer bis hier hoch. Das müssen wir dann irgendwann später mit Sprengstoff. Da freue ich mich drauf auf Sprengstoff. Das müssen wir mit dem Sprengstoff dann wegmachen. Dann haben wir hier ein riesiges Reservoir. Und genau, Dreierhöhe. Das ist also auch eine sehr gute Sache. Wobei wir vermutlicherweise durch die... Wie heißen sie nochmal? Durch den Schütz müssten wir eigentlich jetzt in der Lage sein, unendlich hochbauen zu können. Aber, das ist jetzt auch... Ja, müssen wir uns jetzt einfach noch nicht drum kümmern. So, hier haben wir ansonsten... Ist hier irgendwas voll? Nee, ist nichts voll. Ist entspannt. Hat der Typ hier gerade genug zu tun? Kartoffeln, der hat keine Kartoffeln mehr. Vielleicht sollten wir auch eher dann nochmal Kartoffeln pflanzen. Weil Kartoffeln ist schwierig, wenn es nicht da ist, ne? Dann pflanzen wir eher nochmal Kartoffeln. Weil für Weizen bräuchten wir nochmal einen ganzen neuen Prozess und das würde sehr, sehr viele Ressourcen wieder eigentlich kosten. Aber ich wollte einfach nur schon mal einen Schritt weiter gehen. Ist aber vielleicht gar nicht notwendig. 93. Also in der Dürre können wir hier dann loslegen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Dann kann der hier auch direkt nachpflanzen. Da wird er auch bei 3 Stück wieder hinterherkommen. Das wissen wir ja jetzt. Dass das eigentlich ganz gut hier klappt, ne? Für den Anfang wäre es natürlich eigentlich gut, wenn, wenn er noch so ein bisschen mehr Puffer hätte, dass er hier hinten auch mal aussehen kann. Wobei, wenn der da sowieso jetzt nicht hinkommt, dann stelle ich mir Folgendes vor. Die Reihen, die löschen wir raus. Und das brauchen wir, den hier genauso. Das brauchen wir für eine Mauer, die wir hier hinten ansetzen. Das machen wir weg, das machen wir weg. Und dann gehen wir hier rüber. So, also. Da lassen wir das jetzt alles wachsen. Nur das werden wir nicht mehr nachpflanzen. Ja, ich glaube so. So könnte es ganz gut. Könnte es ganz gut laufen. Ich weiß nicht, ob der hier hinten was annehmen würde, aber ich glaube nicht. Was ist das hier? Manchmal
Ah ne, der pflanzt nach. Okay, gut. Ne, dann ist er entspannt. So, hier dauert es wirklich nicht mehr lange. Das ist optimal. Ah, das bedeutet auch Folgendes. Ah gut, ich wollte den gerade rausnehmen, da ist hier ein Bäumchen gepflanzt, gewachsen. Aber die hier können wir, pausieren, Nein, will der nicht pausieren? Ah, Gott. Okay. Da kommen wir dann gleich dazu, wenn es hier gleich losgeht. Oh, ich kann... Oh, wir spulen ja gar nicht in maximaler Geschwindigkeit vor. Ich wundere mich gerade, warum es so... langsam geht. So, das brauchen wir noch. Ja, die Bretter sind da, aber das Rohholz... Eigentlich ein seltener Zustand. Aber jetzt gleich sollte es losgehen. Mit Anbeginn der Dürre. Mit Anbeginn der Dürre. Da kommt das dann. Das ist aber auch kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir... Wie lange haben wir? 3 Tage wieder. Also drei entspannte Tage. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das können wir eigentlich so hoch lassen, oder? Oh, hätten wir... Jetzt hätte ich hoch machen müssen. Ist egal. Bei 3 Tagen brauchen wir nicht drüber nachdenken. So, da geht's jetzt los. Also, hier ist der erste, zweite... Also, das ist natürlich richtig, richtig gut. Und jetzt kann's endlich wieder losgehen. Mit dem Bauen. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Hier vorne, deswegen habe ich das offen gelassen. Hier vorne möchte ich Wasser hier rein fließen lassen. Und hier würde ich gerne zum ersten Mal so einen Schütz ausprobieren. Wie das funktioniert mit so einem Schütz. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist dann die erste Übergangslösung. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ja, das hätten wir eigentlich hier schon früher machen können. So, dann machen wir das hier mal weg. Wenn die dazu Zeit haben, dann können die das tun. Und die Eichen sind natürlich großartig, ne? Mit jeweils 8 Holz, was die liefern. Da ist das schon sehr, sehr gut. Droht zu vertrocknen. Ja, es ist weniger so ein Problem, muss man ehrlich sagen. Und dieses Objekt ist zu weit entfernt. Das hier nicht. Dann können wir das hier schon mal hier oben drauf setzen. Und das hier. Da sind ein paar Berries drin. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann gleich abreißen. Und wenn wir hier nämlich Wasser drin haben... haben wir hier nochmal eine Grünfläche und die Grünfläche können wir ebenfalls mit mit Forstwirtschaft betreiben. Aber dafür muss der ganze Wasserspiegel erst gestiegen sein. Vorher geht das nicht. Hier bin ich mir jetzt unsicher. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Müssen wir eine Treppe runterbauen, oder? Oder, das ist besser, wir machen hier eine Treppe hoch. Dann können wir das nämlich hier lassen, die Treppe. Dürre ist vorbei, das glaubt man kaum, ne? Das war's schon. Da ist schon die Dürre wieder vorbei.
Ja, wobei, es ist auch viel gesunken, ne? Das muss man jetzt auch wieder dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass hier alles rappelvoll ist. Aber natürlich überhaupt kein Problem. Dieses ist zu weit von... Achso. Ah, okay, weil das hier noch nicht gebaut ist. Ja, okay, verstehe ich. Oh, das hier ist jetzt auch fertig. Unsere Dreifachschleuse. Das ist sehr schön. Ja, ne? Und so langsam kommen wir auch wieder daran, dass Holz da ist. Das heißt, wir können auch das hier schon mal ansetzen. Das können wir rausnehmen. Und hierum kümmern wir uns erst, wenn es soweit ist. Da hinten ist schon abgeholzt. Dann habt ihr einfach schon mal eine Vorstellung, wie ich mir das hier vorstelle. Oder, Moment, oder wir machen es noch eins weiter. Dann kriegen wir hier hinten vielleicht Wasser hin und dieses Schmutzwasser können wir irgendwann mal oberirdisch hier mit einem Aquädukt hier rüben hinleiten. Na, dann machen wir das so. Pass mal auf. Also hier, das nehmen wir raus, das nehmen wir raus. Genau, das lassen wir aber alles wachsen. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, warum wird das die ganze Zeit überschwemmt? Wenn ich das jetzt so ein Stück höher mache. Ah, und das hier könnten wir doch alles. Das könnten wir jetzt alles abreißen. Weil, dann gibt's wieder Holz. Ne, 15 Stück pro abgebauten Damm. Ne, wie heißen die? Nochmal kurz gucken. Damm, doch, genau. Pro abgebauten Damm. Da würde ich sagen, ist nochmal eine ganz gute Quelle. Ja, was wir hier jetzt noch beschleunigen können, sehe ich gerade nicht. Wir haben Möhren, wir haben Kartoffeln. Das ist grundlegend gut. Und wir haben noch Berries. Sonnenblumen, die sind halt viel, viel zu wenig. Die sind viel zu wenig. Aber da ist es auch so gerade, wie es ist. Können wir auch nicht beschleunigen. Also, wir haben schon auf maximale Geschwindigkeit. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Die Dusche. Nee, Dusche haben wir. Freibad. Freibad wäre eigentlich noch eine sehr, sehr, sehr nette Sache. Wie groß ist das Freibad? 4 Slots. Genau. Das bedeutet, wir müssen hier mal 4 Slots freimachen. Plus den da hier. Weil die Dusche brauchen wir da nicht mehr. Dann haben wir hier 4 Slots. Dann können wir das hier hinsetzen. Und dann warten wir nur noch, bis das hier geerntet ist. Das müssen wir jetzt nicht unnötig vorzeitig abreißen. Und dann geht das. Ja, hier ist das Problem. Hier ist so ein bisschen die Problematik, dass unser Lager für Bretter zu klein ist. Was bedeutet, ich würde das Lager mal verlagern. Bisschen outsourcen. Weil wir sowieso dann, wenn es richtig losgeht, hier oben würde ich gerne die ganzen Wasserräder hinbauen.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann geht's hier auch mit der Treppe hoch. So. Was haben wir denn noch hier alles? Freibäder. Das ist, Kräuterheiler. Nee, das geht gar nicht. Agora, das geht auch nicht, weil dafür brauchen wir, das ist eine richtig lange Kette an Stuff. Karussell mit 400 PS können wir gerade auch nicht. Dekorateur. Das ist was Neues. Tanzsaal und Schlammgrube. Okay, das können wir alles nicht. Das können wir alles noch nicht bauen. Ist aber kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, dass wir Leute haben, die nichts zu tun haben. Das ist wirklich gar nicht gut. Deswegen müssen wir jetzt mal einen Schlepperposten hier bauen. Denn mit dem Schlepperposten, die können wir so grundlegend besetzen, würde ich sagen. Guck mal, 2K Wissenschaft haben wir jetzt mittlerweile angesammelt. Das ging aber recht zügig. So. Das hier reißen wir mal ab. Freibad. Jupp, 200 Wissenschaft. Und das bauen wir mal mit Prio. Und jetzt muss man einmal kurz schauen. Voll, voll, Karotten voll, Beeren voll. Ah ja. Ja gut, aber noch mehr Karotten können wir nicht rausnehmen. Da habe ich das Gefühl, das wäre nicht sinnvoll. Hier oben haben wir eins, das haben wir noch nicht vergeben. Aber ich glaube, das macht jetzt auch keinen Sinn, Karotten da anzusetzen. Und Beeren können wir gerade auch nicht einsammeln. Die Beeren sind auch, die sollen nur so fungieren als allerletzten Notgroschen. Bei den Kiefern ist das Verhältnis 3 zu 1. Hier, wie ich sehe, ist es das nicht. Wo ist der Dude? Ja, guck mal, der steht da rum und hat nichts zu tun. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch einmal Holzfäller hinsetzen. Weil wir haben ja auch noch 2, die da nichtstuend rumsitzen. Und das ist nämlich gar nicht gut. Nichtstuend da rumsitzen. So ein Quark aber auch. Okay. Also. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier anfangen, aber ich würde ganz gerne hier mal jetzt anfangen. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Wie kann ich verhindern, beim Bauen, generell, geht nicht, ne? Dass die damit anfangen. Muss ich anhalten? Ja, guck mal, aber das würde... Nee, das war die falsche Taste. Das würde so schon mal ganz gut zusammenpassen. Das hier müssen wir schließen. Oder sollten wir schließen? Sagen wir es mal so. Weil das ist dann in dem Sinne die einzige... Ne, es stimmt nicht. Die einzige Energiequelle ist es nicht. Denn ich möchte auf jeden Fall auch noch hier die großen Windkrafträder und ebenfalls Schwerkraftbatterien einbauen. Und die Schwerkraftbatterien, die möchte ich auf diese Deiche hier setzen. Die gehen ja nochmal... Also nicht an der Stelle. Den hier, den würde ich richtig gerne hoch machen. Den Deich hier irgendwo hier oben hin. Und dann ist da schon eine ordentliche... Höhenunterschied.
So, ich würde das ganz gerne mal ganz grob, hier ansetzen. So, vielleicht hätte ich das erst bauen müssen, erst planen müssen und dann die Treppen bauen, weil dann wären die nicht da rangekommen. Und dann wäre es ein bisschen einfacher. Muss man nicht alles so einzeln anhalten. Das ist auch schade. Diese Prioritätenfunktion hier, die ist richtig gut. Warum gibt es die nicht? A, mit pausieren, beziehungsweise wieder entpausieren. Das wäre Gold wert. Und man kann das nur priorisieren für den Bauzustand, aber nicht priorisieren, wie hier, den Arbeitsplatz. Ne, diese geschwungenen Pfeile, die sagen ja Priorisierung des Arbeitsplatzes und das andere des Baus. Das wäre schon deutlich eine deutlich schönere Sache, wenn es das noch geben würde. So, wir brauchen aber auch noch den Punkt, das sehe ich gerade hier. Wir brauchen noch den Punkt, dass man ja auch hier rüber kommt. Jetzt aktuell kommt man ja da gar nicht mehr rüber. Weil ich will ja hier drüben ja auch noch was hinbauen. Okay. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit den Sägewerken. Sägewerke. Moment. Ich habe da letztens, man kann ja jetzt auch spiegeln. Ich glaube, so. Ich bin mir nicht sicher. Das würde mir eigentlich hier am allerbesten gefallen. Einfach so hier zack, zack, zack. Das macht's richtig clean. Ich muss keine Energieverbindungen. Wie heißen die? Antriebswellen. Ich muss keine Antriebswellen bauen. Aber das nimmt natürlich ein bisschen Platz weg. Und da gibt's eigentlich noch so die Variante, dass man die... Ich zeig mal kurz, was ich meine. Dass man die, so kann man die versetzen. Seht ihr das? Dann sind die immer so ein Stück versetzt. Das löst natürlich nicht das Problem, dass die hier dran sind. Das habe ich gerade versucht, irgendwie mitzukriegen. Kriege ich aber so nicht hin. Also ich denke, wir werden erst einmal so bleiben. Sobald wir hier mehr Platz haben, kommen ja auch die ganzen anderen Gewerke. Und die ganzen anderen Gewerke, die sind eigentlich, zum Beispiel das hier ist nochmal eine Nummer länger. Und dann gibt es noch ganz andere. Metallverarbeitung. Hier, die sind auch zum Beispiel eine Nummer länger. Nee, das ist was ganz anderes. Genau, aber da müssen wir nochmal schauen. Also, meine lieben Freunde, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen mal gucken, ich schaffe es nicht, in 20 Minuten eine Folge zu machen. Eher eine halbe Stunde. Ich hoffe, es ist nicht zu lang, aber es gibt eigentlich gerade so viel zu tun, dass mir das eigentlich ganz, ganz gut zusagt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn wir das nächste Mal wieder, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sagt, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.